Hi Leute, hier ist der Kirob und auf dem anderen Ende vom Bildschirm sitzt der. Pyrlix und wir zeigen euch heute mal Turbos. Ja, beziehungsweise das bisschen, was es von denen schon gibt. Alles, was ihr hier seht, ist extremst vorläufig. Nix funktioniert so richtig, aber das wird sich sehr bald sehr schön ändern, denn wir sind auf einem guten Weg soweit. Und was wir hier gebaut haben, ist ein kleiner oder auch nicht so kleiner 3-Liter Inline-4, Vierzylinder-Reihenmotor. Und der erste Slider, den ihr hier seht, das ist die Kompressorgröße. Und der zweite Slider, die Turbinengröße. Der dritte wird mal der AR-Ratio sein. Und der vierte ist der maximale Boost Pressure, also Boost Limiter, kann man sagen. Turbodruck. Turbodruck ja limitieren, damit der Motor nicht platzt. Oder sich selbst zum Schmelzen bringt durch zu hohe Verbrennungstemperatur. Okay, ja, wie funktioniert denn so ein System? Gehen wir mal zum Testing Tab. Wir wollen mal sehen, was der so bringt hier. Und da sieht man ganz schön, also wir haben die Turbo Sounds noch nicht. Dadurch, dass wir den AR-Ratio noch nicht so richtig einstellen können, können wir nicht wirklich kontrollieren, wann der Turbo reinkickt. Das ist jetzt, wie man schön im Graph sieht Richtig und steil. richtig steil, ja. Das nennt man mal ein riesiges Turboloch, alles, was vor 4000 Umdrehungen passiert. Aber dann aus 3 Litern mal eben 441 Kilowatt. Das ist doch mal ganz Das ist eine lustig. Hausnummer. Jo. Okay, das ist es auch schon. Also, Turbos sind auf dem Weg und werden genial werden. Jetzt zurzeit funktioniert nur zwar noch nicht so viel, aber deswegen ist es ja auch eine geschlossene Beta. Okay, dann macht's gut. Tschüss. Tschö.